FC Basel ist und bleibt solid an der Tabellenspitze, wobei so richtig überzeugt haben Basler in der Meisterschaft im Jahr 2014 eigentlich noch nicht. Drei Unentschieden hintereinander haben sie das letzte rausgespielt. Und vielleicht war das heute im St. Jakob Park der kleine Hoffnungsschimmer für den Gast, der FC Aarau. Wobei, ausgerechnet der beste Aarauer der Vorrunde, der hat heute beim Gegner, beim FC Basel gespielt. Davide Kalla hat in zwei Jahren beim FC Aarau mit 25 Toren entscheidenden Anteil am Aufschwung. Mit dem FC Basel geht es jetzt nicht mehr gegen den Abstieg, sondern um den Schweizer Meistertitel. Drei Punkte gegen den Aufsteiger sind darum Pflicht. Dementsprechend beginnen die Gastgeber. Dritte Minute, Außenverteidiger Ali. Aber Sio kann von der guten Hereingabe nicht profitieren. Achte Minute, Eckball für Basel. Marek Suchi, Tor, 1:0. Suchi gewinnt das Kopfballduell zweier Innenverteidiger gegen Garat. Es ist das erste Super League-Tor des Tschechen. In der 11. Minute folgt ein besonderes Highlight. Eckball Stocker. Und jetzt aufgepasst. Seredie. Valentin Stocker. 2:0. Ein Klasse-Tor. Annahme und Abschluss in Perfektion. Und alles innerhalb der Regularität. Beim Zuspiel von Seredie ist Stocker auf gleicher Höhe mit Garat. In der 14. Minute erneut Eckball FCB. Jäckle unterläuft die Flanke. Sio. Und wieder liegt der Ball im Tor. 3:0. Und es sind noch keine 15 Minuten gespielt. Alle drei Tore fielen bis jetzt nach Eckbällen. Standardsituationen gelten sonst nicht unbedingt als die Stärke des FCB. Das dritte Gegentor ist für Aarau besonders unglücklich. Pulvitis lenkt den Ball ins eigene Tor. Trotz des großen Vorsprungs lassen die Basler nicht nach. 17. Minute, Streller, Wolle. Und jetzt kann Lars Unnerstahl endlich einmal einen Ball abwehren. Dies übrigens keine Kritik am Aarauer Torhüter. Bei den Gegentoren war er schlicht chancenlos. In der 24. Minute kommt der erste Auftritt von Davide Kalla. Freistoß. Kalla schießt seinen ehemaligen Clubkollegen Sven Lüscher voll ab. Kalla entschuldigt sich sofort. Dennoch, Lüscher muss sich kurze Zeit später auswechseln lassen. Kurz vor der Pause nochmals ein Knaller des FCB. Mohamed Elneny schrammt nur um wenige Zentimeter am 4:0 vorbei. Dennoch, René Weiler und der FC Aarau sind zur Pause mehr als bedient. In der 49. Minute säbelt Garat Sio um. Das Foul bleibt vom Schiedsrichter ungeahndet. Konsequenzen hat diese Szene nur für Sio. Er kann nicht mehr weiterspielen. Matthias Delgado ersetzt den Stürmer. Das Spiel verflacht in der zweiten Halbzeit komplett. Basel nimmt das Tempo raus und Aarau scheint froh zu sein, den Ball etwas vom eigenen Tor weghalten zu können. In der 76. Minute Freistoß Basel. Delgado. Kalla mit seiner besten Torchance. Aber ins Tor trifft er heute nicht. 84. Minute Eckball FC Basel. Und Sie erinnern sich hoffentlich noch an die drei Tore zu Beginn. Philipp Degen nimmt volles Risiko und wird belohnt. 4:0. Auch der vierte Treffer fällt nach einem Eckball. Das Spiel noch nicht zu Ende. Es bleibt noch Zeit, um Ihnen ein junges, hoffnungsvolles Talent vorzustellen. Breel Embolo, erst 17-jährig und bereits Torschütze in der Super League. Embolo ist bei seinem Tor erst 2 Minuten auf dem Platz. Dieser Treffer verleitet sogar Jan Sommer zu einem 100-Meter-Sprint.
Basel setzt mit dem 5:0 ein Ausrufezeichen. Und Breel Embolo mit seinem Tor das Tüpfchen auf das I.